Ja, damit haben wir jetzt die kleine Vorschau beendet. Hallo zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Recht herzlich willkommen. Ja, was soll ich sagen? Ich will heute gar nicht so viel schwatzen. Wir sind jetzt im Format Bastelstunde angekommen. Das heißt, ich habe heute kein Video zu meiner Steampunk-Anlage, auch wenn es irgendwo indirekt dazugehört. Wir sind aber am Bastelformat angekommen. Und ich habe am Wochenende jetzt hier so ein Halbgebäude, ich habe es am Anfang schon geschrieben, ein Halbgebäude gebastelt. Und das sind schon sehr, sehr schöne Vorlagen, muss ich sagen, aber das reicht mir immer nicht. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich da immer noch ein bisschen mehr dran machen muss und ein bisschen weiter friemel, als da vielleicht schon vorgegeben oder vorgesehen wurde. Und das möchte ich dir heute einfach mal zeigen, wie ich das gelöst habe, wie ich dieses doch sehr, sehr kleine Gebäude, ich denke mal, recht ordentlich hinbekommen habe. Es wird wie immer Menschen geben, denen irgendwas nicht gefällt. Es wird Menschen geben, denen es gefällt. Das ist alles in Ordnung, das ist alles mehr als recht. Und ja, das wollte ich jetzt hier mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich wurde auch mal in einer E-Mail angeschrieben, ob ich das mal zeigen könnte. Habe ich geschrieben, weiß ich noch nicht, irgendwann vielleicht mal ja. Und dann habe ich jetzt am Wochenende was basteln wollen und sage, ja, warum denn eigentlich nicht? Könntest du doch ein Video zumachen, zumal ich das sowieso mehr verwenden werde, um auf meiner Webseite als Anleitung, als Tipp irgendwo mit zu zeigen, wie das funktioniert. Gar nicht mal so für YouTube jetzt hier gedacht, aber da ist es ja nun. Ich freue mich natürlich, dass du da bist. Und ja, ich sag mal, ich schwatze halt gar nicht so viel. Ich habe viel im Video hier mit Speed, also mit höherer Geschwindigkeit gearbeitet, sodass man sich ja nicht alles in der normalen Geschwindigkeit angucken muss, was ja wahrscheinlich dann auch eher langweilig ist, weil ich weiß gar nicht, wie lange ich daran gebaut habe, 2 Stunden, 2,5 Stunden oder sowas. Und das kann ich natürlich hier nicht in einer Live-Übertragung machen. Ich sage, wenn es gewünscht ist, können wir auch gerne mal über sowas reden. Aber ich glaube, da bin ich noch viel zu klein, dass das irgendjemanden interessiert, was ich hier so stundenlang treibe. Und auch wie gesagt, ich freue mich, dass du da bist, dass du da reinschaust. Und bist du noch kein Abonnent, klick doch mal drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ansonsten würde ich halt gar nicht so viel schwatzen wollen. Schau dir einfach das Video an, wie ich mein kleines Pappgebäude hier realisiert habe, mit Beleuchtung und mit Alterungsspuren und mit versuchten 3D-Effekten auf Miniaturplatz. Wir vergessen nicht das Format 1:220 Spur Z. Wir reden wirklich über sehr, sehr kleine Dinge hier. Und ja, ich halte jetzt die Klappe. Ich sag mal, viel Spaß dabei. Mach schön gut, bis zum nächsten Video, dein Aquapainter. Ciao!